Sokrates. Sokrates war ein griechischer Philosoph. Er war geboren um 470 vor Christus in Athen. Er starb 399 vor Christus, wurde also 71 Jahre alt. Er wurde verurteilt zum Tod durch den Giftbecher wegen Verführung der Jugend und wegen Unfrömmigkeit. Sokrates gilt manchmal als einer der wichtigsten griechischen Philosophen. Er war einer, der insbesondere hinwirken wollte, dass man zur Menschenkenntnis kommt, dass man tiefe ethische Grundsätze entwickelt und indem man zu einer Art von Weltverstehen kommt. Sokrates lehnte es insbesondere ab, einfach nur zu glauben, was Menschen sagen, sondern er entwickelte die Methode eines strukturierten Dialogs, die er Maieutik nannte, M-A-I-E-U-T-I-K, auch Hebammenkunst genannt. Das heißt, statt dass man selbst den anderen versucht zu überzeugen, kommt man durch Fragestellungen dazu, dass man hilft, dass bei dem anderen etwas geboren wird, deshalb Hebamme. Sokrates selbst hinterließ keine schriftlichen Werke, sondern man kennt sein Leben und sein Denken von seinen Schülern, insbesondere Platon und Xenophon. Es gibt die sogenannten sokratische Dialoge, in dem Sokrates sich unterhielt mit anderen und dabei das in Frage stellt, was der andere für Überzeugungen hat. Indem Sokrates immer wieder in Frage stellt, kommt der andere zum eigenen Denken. Man teilt die griechische Philosophie ein in die vorsokratische Philosophie und die nachsokratische Philosophie. Denn Sokrates hat das griechische Denken wesentlich geprägt. Er hat eben die Einstellung der Offenheit des Geistes und die Einstellung letztlich auch der Kritik sehr stark entwickelt. So wurde ihm ja dann auch dieser Skeptizismus vorgeworfen. Und obgleich Sokrates sicherlich kein Atheist war, wurde ihm Atheismus vorgeworfen. Sokrates gilt also auch als Inbegriff der Weisheit. Sokrates, ein Philosoph, dessen Einstellung bis heute auch wichtig ist im Kontext der indischen Philosophie oder auch der indischen Spiritualität. Es geht eben nicht darum, einfach alles zu akzeptieren, was in den Schriften steht, sondern man kann durchaus alles in Frage stellen. Wie Sokrates kann man fragen, macht es Sinn? Wenn alle so leben, macht es Sinn? Was denkst du darüber? Vom Standpunkt, was Gutes könnte bewirkt werden, wenn man es so und so macht? Und wie müsste man es machen, dass es für andere gut ist? Und wenn du darüber nachdenkst, was macht Sinn? In diesem Sinne, ein gewisses Denken wie Sokrates und bestimmte Fragestellungen wie Sokrates tun auch heute immer wieder gut.